Hallöchen auch nochmal an YouTube. Hi! Wir werden heute mit dem Paladin mal wieder, heute ist WOTLK rausgekommen. Gibt da News zum Paladin. Unter anderem bin ich dementsprechend equipped. Ich weiß nicht, ob ich das in das Let's Play reingepackt habe. Ich hoffe, ja. Wenn nein, wir haben mittlerweile Illidan besiegt. Ich habe das letzte Mal Illidan getankt. Wir haben Schild, wir haben volles T6 mittlerweile. Kill Jaden mittlerweile zweimal besiegt mit dem Paladin. Mit Guybrush noch nicht, aber mit dem Paladin tatsächlich. Und wir haben jetzt gerade eine Gruppe für die Höhlen der Zeit, den dunklen Morast gefunden, HC. Denn ich brauche noch die Alchemie-Quest, dazu fehlen mir noch ein paar Steine. Deswegen habe ich mich jetzt hier angemeldet. Wir haben allerdings auch mittlerweile WOTLK kam heute raus, der Patch. Heute ist tatsächlich der erste, also Pre-Patch ist draußen. Wir haben neue Talente und zwar schon die WOTLK-Talente. Ich muss mal gucken, wie sich der Parler insgesamt spielt. Wird auf jeden Fall eine spaßige Nummer. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. So, und wir haben eine Gruppe gefunden, deswegen werden wir schnell nochmal da reingehen. Danach gibt es eine Runde Scum für den Rest. So, aber jetzt gucken wir mal. So, geportet ist. Dann können wir nach unten fliegen eigentlich. Was kostet das Fliegen jetzt? Ja, 4250 Gold kostet das Fliegen jetzt. Ist billiger geworden. Beziehungsweise 4000 Gold, nicht nur 4250, sondern 4000 Gold. Wir müssen mal gucken, was wir genau alles für Auras und so weiter brauchen. Also es hat sich die komplette Mechanik des Paladins hat sich geändert, zum Guten allerdings auch nochmal. Wir haben zwar noch nicht alle Mechaniken, aber geile neue Skills auf jeden Fall. Unter anderem halten jetzt mittlerweile die Siegel 30 Minuten und wir müssen die nicht mehr dauerhaft richten, was schon mal ganz geil ist. Ich habe meine UI noch nicht umgebaut, das ist alles, muss ich erst morgen machen, aber ich will schnell einmal hier reinrennen. Und ja, jetzt haben wir hier eben sowas wie Hammer der Rechtschaffenheit, was auf zusätzliche Ziele, auf zwei Ziele Schaden macht. Und da gibt es dann noch eine Glyphe, dass man drei sogar trifft. Wir haben Instant Schild des Rächers, was Instant Zauber ist. Wir haben Instant Weih, wir haben das normale Schild, wir haben zusätzlich noch Richturteil der Weisheit, was uns Mana regeneriert. Zusätzlich haben wir den normalen Mana-Reg. Paladin ist echt eine krasse Tankklasse in WOTLK. Und wir haben noch nicht mal alles, was wir brauchen und so haben wollen. Schon nice, muss ich sagen. Und ja, bin mal sehr gespannt, wie sich's jetzt spielt, das erste Mal. Simple Boy, Hallöchen! Und ich werde noch zwei, drei Mal in den Morast gehen müssen, damit ich die Alchemie-Quest endlich mal abschließen kann. Damit wir Tränke-Spezialisierung erhalten. Zusätzlich haben wir natürlich noch das Furien-Kartenset. Das werden wir am 4. abgeben können, also am Sonntag abgeben können. Und ja, mittlerweile gibt es auch den Kalender. Es gibt viele Änderungen. Unter anderem gibt es jetzt den neuen Dungeon-Browser. Den finde ich tatsächlich ganz okay. Und ja, gucken wir mal, wie es läuft. Und ich habe hier irgendwelche Fehler durch mein Tell-Me-Event beispielsweise. Ich muss alles neu konfigurieren. Patch Day. Netherblade on Patch Day. Tell-Me-Event. Segen des Refugiums wahrscheinlich, oder? Ja. Oh Gottes Willen. Enable. Ja, Segen des Refugiums failed. So, gucken wir mal. Wird spannend. Ich weiß gar nicht, wie die restlichen Leute hier ausgerüstet sind, aber wir sind halt jetzt komplett, ja, fast komplett T6. Hat jetzt hier einer eingestellt? Aber SDK ist eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Den Hüter, ich weiß gar nicht, ob wir den brauchen. Champion Saga. Was ist das Ding hier? Vielleicht auch nicht. So, dann reiten wir einmal los. Wir sind, glaube ich, vollzählig, oder? Und dann schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall das Zeug looten. Riker, Lüchen, Riker, ich mache nur schnell die Instanz. Dauert 20 Minuten, 30 Minuten im Höchstfall. Und dann geht's Scum los. Nicht wundern, aber ich habe schon eine Gruppe gefunden und ich muss hier noch ein paar Mal rein, nämlich bevor WOTLK kommt am 27. Deswegen nutzen wir die Gelegenheit, würde ich sagen. So, ich hoffe, die machen nicht irgendwelchen Blödsinn. Ja, die haben ja schon irgendwelchen Blödsinn gecastet. Und dann schauen wir mal, wie es läuft insgesamt. Sollte, glaube ich, ganz gut laufen. Namensplaketten weiß ich gar nicht, ob funktionieren. Kann sein, dass sie nicht funktionieren. So, dann brauchen wir Wasser. Kekse. SDK noch bitte.
Heil, Keks haben wir auch noch. Einmal frei. Und dann, hey ho, let's go. Ach Gott, die Kekse stellen schon mehr Mana her, oder was? Nee. Ihre Anstrengungen verdoppeln sollen. In ein paar Augenblicken wird sich das Tor öffnen. Alter, wie schnell wir casten können. Es wird spannend auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind sehr overpowered. Das wird lustig. Eigentlich sollten die extrem schnell umfallen, auch wenn es ja... Und es trifft mich nicht mal ansatzweise, der gute Mann hier. Ich weiß noch nicht, Namensplaketten. Doch, gehen. Doch, ihn müssen wir looten, notfalls. Ja, genau. Immer looten bitte, ich brauche nämlich die Steine und wenn die nicht gelootet werden, kriege ich die Steine. Ich brauche diese unendlichen Essenzen, da werden wir eh noch zwei, dreimal reingehen müssen. Boah, Alter. Das ist so krass. Okay, meine Namensplaketten funktionieren noch nicht. Also meine Thread-Anzeige und alles geht noch nicht. Auch hier fehlt oben die Anzeige und alles. Aber das muss ich noch alles einstellen. Aber holla die Waldfee. 33k Akku einfach mal so aus dem Stegreif. So, bitte hier looten. Ja, die looten wieder alle nicht, so wie es aussieht. Aber es ist, glaube ich, auch nicht in jedem was drin. Alter, Exorzismus hat jetzt mittlerweile übrigens eine Castzeit, aber dafür haut es nach wie vor ordentlich rein. Und es ist ja so dermaßen easygoing. Ich glaube, ich brauche gar keinen Heal, aber ich muss ein bisschen mit dem Mana aufpassen, glaube ich. Wir sollten öfters Richturteile setzen. Ich glaube, wir setzen eher sowas wie Mana-Rack. Da ist der nächste. So, wir müssen gleich mal ein bisschen Mana regenerieren. Einziges Problem wahrscheinlich, dass das Mana irgendwann ausgehen wird. Aber Alter, 6k mit einem Schild und einem normalen Hit 10k. Zwei Hits, 10k Akku drauf. Okay. Keine weiteren Fragen. Und hier, der Hammer springt halt auf sämtliche Ziele noch über zusätzlich. Halt schon krass. Geil, aber wie viele Essenzen wir von 5 Stück von 10. Vielleicht muss ich gar nicht so oft rein hier, wenn die alle schon looten. Pre-Pets macht alles viel einfacher. Es ist halt echt, es ist witzfrei. Wie man hier durchpflügen kann jetzt. Klar, wir sind T6 equipped, aber trotzdem, das ist ja lachhaft. Ohne Scheiß. Geht halt voll steil. Kein Stress, Sandra ist eh noch nicht da, glaube ich. Ja, dann haben wir noch Zeit. Ah, es ist echt krass. Alter Verwalter. Wir hauen halt einfach voll rein. 6k mit einer einzigen Aktion Akku aufgebaut. Alter Verwalter. Und das ist immer so wie. So, lootet. Genau, danke. Guck mal hier, nächstes. 6 von 10. Oh, wenn ich Glück habe, kriege ich es durch. Dann muss ich gar nichts. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich hier noch Minimum 2-3 Mal reinlaufen muss. Wenn ich Glück habe, spare ich mir das Ganze tatsächlich. Boah, Mana-Rig ist auch göttlich. Hier mit allen neuen Fähigkeiten. Ich kann jetzt leider gar nicht erklären, was alles wir haben, aber das ist einiges. Ja, das ist schon der Boss, oder? Ja, das ist schon der Boss. Alter! Komm mal her. Akku-Hammer. Ja, 33 Akku drauf, ohne dass wir großartig was getrieben haben. Alter Verwalter. So, Abzeichen der Gerechtigkeit. Loot können es alles haben. Wir machen Gear, wenn was rauskommt. Aber das ist ja krank. So, Schild ist übrigens noch nicht verzaubert. Ich habe mittlerweile den Arkanstopp einstecken, die 50 Stück. Aber ich habe noch keinen gefunden, der mir das verzaubert. Deswegen fehlen mir auch nochmal 180 Leben. Aber das reicht ja dicke auf jeden Fall. So, nächstes Portal kommt bald. Jetzt müssen wir noch kurz warten. Ich hoffe, dass es mit den Steins gut weitergeht.
So, nochmal denen sagen, dass wir nochmal alle looten, aber das hat ganz gut funktioniert, dass ich die Steine kriege. Ich habe noch welche auf der Bank liegen. Zwei Stück haben auf der Bank liegen, das heißt, wir haben schon 6 Stück. Jetzt fehlen mir nur 4 Stück. Ei, ei, perfekt, das haben sie kapiert. Alter, ist das nice. So, zusätzlich, kann ich mal kurz zeigen, Begleiter sind jetzt in einem Fenster. Und ich kann mir jetzt mittlerweile Banderbär, Diablo und Zergling holen, was vorher auch nicht ging. Zusätzlich werden wir uns gleich noch im Gasthaus, ich hoffe, ich denke dran, den WOTLK Collector's Edition Bonus, den kleinen Drachen holen von der WOTLK Collector's Edition, die ich natürlich auch habe. Selbstverständlich. Holen wir uns auch auf jeden Fall noch. Und ja, mega. Und Reittiere sind auch hier in dem Reiter mit drin. Also hier Reittiere sind ja auch eingefasst. Leider noch nicht charakterübergreifend. Das heißt, Anzug können wir leider nicht reiten. Im Moment, was schade ist, aber dafür die Reittiere müllen uns nicht mehr die Taschen zu, was auch schon mal ganz cool ist. Sonst, Poolspec gibt es mittlerweile, den habe ich noch nicht, der kostet leider 1000 Gold. Ich habe zwar jetzt noch 1000 Gold, aber danach bin ich fast pleite. Und Abzeichen sind jetzt auch mittlerweile in einem Reiter. Müllen auch nicht mehr das Inventar zu. Also Platz gewonnen ohne Ende. Tatsächlich, ich habe sogar wieder ein bisschen Platz auf Guybrush, man möchte es kaum glauben. Voll bis unter die Hutschnur ist er gepackt gewesen. Jetzt habe ich aber einige Plätze frei, weil er noch ein paar mehr Haustiere hatte, wie jetzt hier mit Blade. Sonst natürlich, Erfolge kamen dazu. Man sieht es hier, wir können da nochmal kurz reingucken in der nächsten Pause. Da haben wir auch nochmal einige Erfolge natürlich bekommen. Nicht so krass viele, aber habe es auch nicht auf Erfolge angelegt. Wir machen, gut, heroisch haben wir ja schon mal geklärt. Aber mir fehlen die ganzen Hero-Instanzen und alles. Er ist ja geboostert, Blade wurde ja geboostert und nicht von Anfang an. Das heißt auch, die ganzen Low-Level-Instanzen, das fehlt natürlich halt alles. Aber, ja, trotzdem. Den Großteil haben wir auf jeden Fall. Oh, jetzt muss ich doch mal ein bisschen Gas geben, oder was? Ich habe mir eigentlich jetzt schon drauf ausgeguckt, also weil es ein Caster ist. Aber wir haben mittlerweile auch einen Single-Spot, was ganz nice ist. Und wir halten auch so die Akku tatsächlich. Aber wir können auch Single spotten, was ganz cool ist. So, Portal 8. Wir wollen jetzt ein bisschen Mana sparen, agieren. Mal gucken. Und unser Schild und alles können wir auch noch. Und wir haben noch eine Hand der Erlösung, die wir auf dem Ziel casten können. Es gibt kein Segen der Rettung mehr, tatsächlich. Aber ganz ehrlich, den brauchst du auch nicht mehr. Da ist jetzt nur eine Hero-Instanz, aber trotzdem, das merkst du schon. Macht schon gewaltig Unterschiede. So, Wyatt-Ruf. Oh, jetzt gehen sie auch. Jetzt gibst du mal Gas hier. Muss tatsächlich gegenhalten. Aber ohne große Probleme machbar das Ganze. So, hier ist der Single-Spot. Wir haben jetzt einen Single-Spot und einen Massenspot. Wir können zweimal jetzt mittlerweile spotten. Und wir haben Mana-Rack hier. Frischt alle 5 Sekunden 1% des maximalen Manas wieder auf. Ist halt auch geil. Das läuft schon, muss man sagen. Das läuft. Wir haben noch nicht mal einen Buff gezogen oder sonst was. Wir können hier mal einen Buff ziehen. Also wir werden noch sehr viel Spaß haben. Ich stelle mir auch gerade sowas wie Sunwell, was wir am Sonntag laufen werden, ganz spaßig vor. Wird auf jeden Fall sehr interessant. Und wir hauen alle auch so ganz gut zu. Mittlerweile haben sich auch die Werte ein bisschen verschoben. Gerade sowas wie Waffen... Oh, ich habe nicht gelootet, glaube ich. Gerade sowas wie Waffenkundewertung ist jetzt ganz wichtig. Ah, da liegt noch der Fürst. Ja, da hinten muss ich noch looten. Scheiße, jetzt habe ich eins vergessen vor lauter Begeisterung zu looten. Ich aber selber schuld tatsächlich. So, wir hätten auch noch zornige Vergeltungen und alles mögliche. Und wir können jetzt hier dieser Mechanist, Machofist, der hier, können wir das hier geben. Und dann reduziert sich seine Akku kontinuierlich. Was auch ganz cool ist. Cooler Skill. So, Essenz. Da hinten. Machen kurz Abstecher nach da drüben. Die kommen kurz klar, glaube ich. Oh, Rolle der Beweglichkeit sogar noch gekriegt, oder? Nee, Rolle der Stärke. Passt. So, wir spotten gleich rein. Oh Gott! Halt ihn! Aber ich krieg alle voll. So, jetzt haben wir ihn. Haben sie alle überlebt, Gott sei Dank. Aber da war ich selber schuld, dass ich den nicht gelootet habe. Ich habe es denen extra noch gesagt, sie sollen die Bosse looten. Boss kommt. Okay, der hat nichts oder sie looten ihn nicht.
Kann auch sein, dass er nichts hat. Aber wir brauchen eh nur noch eins. Geht noch. Und wir haben noch ein paar Portale vor uns. Geil! Muss nicht wieder rein. Abgeschlossen. Hammer. Komm, wir ziehen mal hier alles, was wir haben. Jetzt geht's ab. Aggro! Und Exorzismus. Stop Attacking. Achso, weil er sein Schild hat, oder was? Zauberreflexion. Guckt uns nicht. Kriegen wir mal wenigstens ein bisschen Schaden, ein bisschen Heilung. Der Heiler dürfte sie eh relativ langweilen. Alter, es hält sich gar Akku drauf. Gut. Läuft. Hier, Exorzismus war leider jetzt mit der Cast-Zahl mittlerweile. Dafür ist, haben wir automatisch Schild des Rechners dazu bekommen für Umme. Weil wir es eh mit Skillen. Ah, guck mal, das Schmuckstück wollte irgendeiner. Da freut sich jetzt jemand. Wurde extra gefragt, ob er das Schmuckstück haben möchte. No, brauchen wir nicht. Nice. Ja, da freut er sich. GZ auf jeden Fall. So, wir sind immer noch im Kampf. So, wir haben jetzt noch 6 Wellen und dann ist die Instanz auch schon fertig. Und ich habe meine Quest. Dann gehen wir die Quest noch ab, gehen schnell ins Gasthaus, machen das noch. Und dann haben wir es eigentlich. Soweit durch. Die ganzen Addons müssen noch geupdatet werden. Ich hoffe, das kriege ich noch alles hin. Elixier des Meisters brauchen wir noch. Aber das kriegen wir alles zusammen. Nice. So, jetzt können wir mal gucken, ob vielleicht hier noch mal einer irgendwas lootet. Nee, ach so, Kirschen. Und unter anderem, klar, die neuen Talente gibt's. Hier seht ihr sie mal. Die neuen Talente haben wir jetzt mittlerweile drin. So bin ich gerade geskillt. Wir konnten noch ein bisschen was in Vergeltung sogar reinpacken. Natürlich fehlen noch die Skillpunkte, die 10 Stück, bis wir Level 80 sind. Gibt's noch 10 weitere Skillpunkte, die man da reinpacken kann. Und Glyphen gibt's mittlerweile auch schon. Ich könnte mir 3 kleine Glyphen und 2 große reinmachen. Und dann ab Level 80 kriegt man die dritte große. Momentan gibt es allerdings noch wenig Glyphen, die sinnvoll wären für den Paladin. Glyphen kann man, also Glyphenkunde, wie heißt denn Glyphenberuf überhaupt? Glyphenkunde ist es nicht, wie heißt das? Glyphen, Inschriftenkundler. Gibt es mittlerweile, gibt schon die ersten Inschriften und die ersten Glyphen gibt es schon, aber noch nicht alles und da gerade die wichtigen fehlen halt und manche kommen auch erst tatsächlich mit Level, ja, 75 zum Tragen zum Beispiel und jetzt noch nicht in dem Levelbereich. Aber sehr viele Neuerungen, wie ihr seht, aber ja, läuft bei uns. Macht unglaublich viel Spaß mit dem Paladin. Ich bin froh, dass ich mich für einen Paladin entschieden habe und tatsächlich nicht für einen Krieger. Was ich ein bisschen komisch finde, dass hier das nicht angeklickt ist. Also ich habe die Aura an, Aura der Vergeltung, aber sie ist jetzt hier nicht mehr angewählt. Kann auch sein, dass es noch ein bisschen buggt tatsächlich. Ich meine, es ist World of Warcraft, auch wenn es uralt ist, aber Bugs sind halt nach wie vor noch drin. Es ist nun mal gesagt, was willst du machen? So, komm raus. Na toll, da hinten am Arsch der Welt. Ernsthaft? Komm mit. Dann ziehe ich dich halt selber in meine Weihe rein. Wenn du nicht willst. Ist halt geil. Vor allem auch gerade auf mehrere Ziele. Du machst halt unmenschlich viel. Wenn wir ein bisschen Kritten noch, ein bisschen Glück haben und kritisch treffen, da ist der Singles-Spot. Kann nicht mehr sprechen. Vor lauter Begeisterung. Oh, das ist schon gekommen. Kann auch nicht aufsatteln. Vor lauter Begeisterung. Hallo. Ah, jetzt. Reitaura an. Wenn wir schnell das sind. Und das Geile ist, wenn wir nicht Aggro haben, also wenn wir spotten, machen wir automatisch Schaden, Heiligschaden auf das Ziel. Was halt auch unglaublich overpowered ist. Ich meine, nicht nur den Spot, sondern du machst automatisch gleichzeitig noch mit Schaden. Das heißt, du baust automatisch Aggro direkt auf, wenn du spottest. Und übernimmst nicht einfach nur die Aggro wie beim Krieger, sondern du baust tatsächlich Aggro auf. So, ich glaube, das war's jetzt schon. Wir haben unsere 8 Stück, genau. 2 haben wir noch zu Hause. Deswegen, das war's an der Stelle schon. Ich muss meine Tasten noch ein bisschen anders zerlegen. Ich bin noch unzufrieden mit meinem ganzen UI. Ich benutze nach wie vor das Standard-UI, aber auch da müssen die Tasten an bestimmten Orten sein, damit man es einfach gut erreicht. Da sind wir noch nicht ganz. Ah, da kommt. So, auch hier wieder. Den belegen wir einfach so mit dem Ziel. Muss man noch Makro schreiben. Und dann baut er kontinuierlich Wut ab und ich auf. 2% Wut verliert er alle paar Sekunden. Was auch geil ist. So, ja, das sind jetzt keine mehr für mich drin. Weil wir die 2 Stück auf der Bank haben, mehr wie 10 kannst du nicht sammeln, oder? Wobei, steht keine Begrenzung dabei.
Aber wir haben die zwei auf der Bank. Hier übrigens auch. Flamme des Glaubens. Und hier unser Mana-Rack. Wo wir dauerhaft Mana wiederherstellen. Das ist schon geil. Merkt man meine Begeisterung? Ich glaube schon. Ein bisschen. Alter, dauerhaft 100% Mana. Wir haben im Moment praktisch keinen Mana-Verlust. Cool, dass hier die Portale dauernd nebeneinander spawnen. Auch schön. Hat er gerade immun angezeigt? Nein, oder? So, gleich kommt der Boss. Ja, das Ad wird mir leider im Moment nicht richtig angezeigt. So, Boss kommt. Yay. Wo denn? Da hinten. Kann schon wieder nicht aufsatteln. Läuft. Ganz super. Hallo, aufsatteln. Bin im Kampf. Jetzt kann ich aufsatteln. Oh, Leute. Herzlichen Glückwunsch. So, akkutechnisch sollte man nicht die großen Probleme haben. So, man könnte sogar noch für mehr Akku-Siegel der Vergeltung. Ich habe jetzt Mana-Siegel an. Eigentlich soll man das hier nehmen. Weil das stapelt sich durchgehend hoch und macht Heiligschaden und macht auch nochmal krank viel Akku. Aber, ja, ehrlich. Ah, guck mal, heroisch. Tatsächlich das erste Mal heroisch hier abgeschlossen. Urnessa ist drin, das sind die Abzeichen. Eine Hose. Ein Stoffgedöns. Platten, Verteidigungswertung. Beinplatten des Wagemutigen. Und Verteidigung und Blockmehr des. Oh. Meine Ideen, all meine sorgfältigen Pläne werden endlich wahr. Gut, das ist natürlich viel besser. Mini-Diablo geht auch gerade ab. Guti! Gibt's ein Portal? Ja, Magi dabei. Port wäre Premium. Portal kommt, glaube ich. So, wir haben nichts gewonnen, glaube ich. Ist aber auch Wurst. Ne, wir haben tatsächlich nichts gewonnen. Schade. Was verkauft hätte ich gerne. Aber wir brauchen auch nichts. Wir haben die Dinger hier gebraucht. Die haben wir uns geholt. Einwandfrei. So, Portal. Sogar noch den Erfolg für heroisch. Wir waren das erste Mal heroisch hier drin. Also ich habe tatsächlich relativ wenig heroisch. Ich kann mal ganz kurz zeigen. Wir haben Illidan. Wir haben Berghai Chal. Wir haben... Wo ist Kill Jaden? Ist auch irgendwie rum. Springt auch hier rum. Burning Crusade. Hat jemand Kill Jaden zufälligerweise gesehen? Bist du... Hier, Sonnenblumen war tot. Abgeschlossen. So. Danke, nice Gruppe. Ich glaube, wir hätten sogar ohne Heiler gepackt fast. So, die machen wir aus. So, einmal brauche ich einen Gastwirt, einmal brauche ich mein... Wir geben jetzt die Quest auf jeden Fall schnell noch ab. Sind Sandra überhaupt schon da? Boah, 16 Minuten, 17 Minuten durchgepflügt. So, da haben wir die letzten zwei. Damit haben wir alle 10. Dann brauchen wir noch die Elixiere. Ich weiß gar nicht mehr, was für Elixiere. Elixier des Meisters brauchen wir. Erhebliche Fähigkeit, Verteidigungsränge und Elixier des Meisters. Das müssen wir uns gleich mal holen. Auch hier mittlerweile die neue Questübersicht ist auch drin. Ist ready? Ja, Port ist ready. Dann gehen wir kurz nach Ironforge, kaufen im Auktionshaus die Elixiere. Ein paar coole Zauber kriegen wir noch mit Level 75, 78 und so weiter, aber nichts mehr Weltbewegendes. Aber ich bin mal gespannt. Wir gehen am Sonntag, geht Sonnenbrunnen-Plateau mit dem Paladin und mit dem Krieger, glaube ich sogar. Wenn ich also es gibt zwei Raids, vielleicht bin ich bei beiden gesetzt, wenn ich bei beiden gebraucht werde, oder einen dritten Raid, man weiß es nicht. Man ist wohl allerdings im Sonnenbrunnen-Plateau innerhalb von einer Stunde ohne Probleme oder anderthalb Stunden maximal durch, auch als jetzt nicht voll Progress-orientierte Gilde. Elixier des Meisters. Elixier
hier. Des Meisters, nicht der mal. Elixier des Meisters. 2 Gold 50. Wie viel brauchen wir davon? 5. 3 Gold. Und 5er Stack billiger. 2 Gold 6 und 9. Ach, gibt's gar nicht. 1. 2. 3. 4. 5. Dann sind wir Meister der Elixiere. Der Meister der Elixiere kommt tatsächlich auch zum Tragen bei BioTLK. Also wenn wir Elixiere herstellen, nach wie vor kriegen wir mehr Elixiere raus per Zufall, wie wir herstellen. Was natürlich ganz geil ist. Und den Bonus, wenn wir ihn haben, nehmen wir den selbstverständlich mit, würde ich sagen. So, dann haben wir das. Dann gehen wir kurz hin zum Gastwirt und nehmen das noch mit. Die ersten Glyphen, momentan hier beispielsweise Glyphen des Schlachtrufs, kosten momentan noch 60 Gold. Finde ich sogar halbwegs okay noch. Manche Glyphen kosten 300, 400, 500 Gold. Wenn wir eine Woche drauf warten, beziehungsweise wenn WOTK gestartet ist und die Dinger dann holen, fahren wir am besten damit. So, Grüße Blade, ich habe euch schon erwartet. Ein Bekannter von mir hat mich gebeten, euch diesen Gegenstand auszuhändigen. Wenn ihr vorbeikommt, er hat von einer Belohnung gesprochen, die euch für einen Kauf von gemeinsamen Freunden zusteht. Vielleicht wisst ihr ja, was er meinte. Die Collector's Edition. Wie dem auch sei, hier ist eure Belohnung. Oh, und noch etwas. Mein bekannter Landro-Fernblick meinte, falls ihr jemals einen Gegenstand verliert, könnt ihr euch Ersatz bei ihm an den Docks von Beutebucht abholen. Ja. So, hier kriegen wir nämlich Frostys Halsband. Seid auf der Hut. Und haben 250 Quests abgeschlossen. Sehr schön, auch noch. Und die Heldentat bekommen für die Collector's Edition. Armanibär gibt eine Heldentat. Dann das Streitross gibt eine Heldentat. Die ganzen Collector's Edition Dinger geben eine Heldentat. Und auf zu Raketenbord vom Winterauffest gibt auch eine Heldentat. Vom Winterauffest. Aber was wir aus den Geschenken rausbekommen. So, dann können wir den mal kurz auch beschwören. Wenn man auch mal sehen. So, das hier ist das, so eine kleine. Ja. Ich finde Mini Diablo cooler. Jetzt Frosty, aber ja, ist ganz nett. Brauchen tut man sowieso nicht. Aber ist ganz nett, wenn man das zumindest bekommt. Cooler wäre ein Reittier gewesen. Aber leider gibt es sowas nicht. So, dann haben wir das erledigt. Dann gehen wir jetzt kurz noch nach Shattrad. Und da ich noch keine Rückmeldung habe, ob Sandra mittlerweile da ist oder nicht, müssen wir. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Wenn wir die Zeit nutzen, können wir die Quest gleich noch abgeben. Aber schön, dass ich die jetzt mit einem Mal erledigen konnte, tatsächlich. Das letzte Mal, ich habe zwei, wo ich das letzte Mal drin war in der Instanz, habe ich halt 2 Stück rausbekommen. Jetzt haben wir 8 rausgezogen. Das wären wahrscheinlich sogar noch mehr geworden. Vielleicht haben sie es auch angepasst, dass da ein bisschen mehr droppen. Aber das war schon nice. So, episches Fliegen bin ich leider zu pleite für. Wir könnten uns noch Dual-Spec vielleicht holen. Ah, vielleicht holen wir uns noch Dual-Spec. Da habe ich zwar nur noch 300 Gold. Gut, auf Geiberschein noch 500 Gold liegen. Auf Bankschein noch 200, 300 Gold. Also, ja, ich komme so auf knapp 2300 Gold könnte ich kommen insgesamt noch. Aber mehr tatsächlich nicht. Dann bin ich komplett blank. Und dann müssen wir mit WOTLK erstmal wieder Kohle verdienen. Allerdings kriegst du da relativ viel Kohle durch die ganzen Quests. So, Meister der Elixiere. Und jetzt hier, ermöglicht einem Alchemisten beim Brauen hochstufige Elixiere, manchmal ein Zusatzelixier zu erhalten. Und das funktioniert auch für WOTLK. So, sehr schön. Und wir haben hier noch Mixologie. Ach, guck mal, das gibt's jetzt schon. Geil, das wusste ich gar nicht. Mixologie ist der neue Effekt, der dazu kam jetzt bei WOTLK. Wenn ihr ein Elixier oder Fläschchen trinkt, das ihr selbst herstellen könnt, werden seine Effekte und seine Dauer erhöht. Das funktioniert jetzt schon. Nice. Und Elixier der schwachen Präzision können wir herstellen. Erhöht eure Trefferwertung eine Stunde lang um 10. Auch nicht schlecht. Tatsächlich gar nicht so verkehrt. So. Okay, das war's hier an der Stelle. Alchemiebedarf, das können wir bereits. Urmacht transportieren können wir schon. Ja. Das heißt, Mixologie können wir fast mal ausprobieren. Komm, wir probieren es mal aus. Was soll's? Hier. Elixier der erheblichen Verteidigung. 550 Rüstung. 550 Rüstung. Da jetzt zumindest nicht, oder muss ich die tatsächlich, wenn das neu hergestellt sind? Eigentlich sollte der Effekt größer sein. Kann aber auch tatsächlich sein, dass erst mit WOTLK funktioniert richtig, das Ganze. Weil eigentlich hätte ich jetzt mehr Rüstung kriegen müssen. Nach Adam Riesling. Man weiß es. So, dann wollte ich schnell noch nach. Was wollte ich jetzt noch machen? Ich wollte nach Eisenschmiede. Was wollte ich in Eisenschmiede? Scheiße.
Der Alzheimer schlägt schon wieder zu. Unter anderem bräuchte ich noch die Schildverzauberung, aber das kann ich mir jederzeit machen lassen. Das hier muss noch auf die Bank. Was wollte ich denn machen? Irgendwas wollte ich doch noch machen gerade. Wir sind momentan übrigens nicht Crit-immun, aufgrund dessen, dass ich mir die Brosche des Geschicks geholt habe noch. Was die Waffenkundewertung nach oben steigert und die Trefferwertung nach oben steigert. Weil Trefferwertung, Waffenkunde jetzt mittlerweile eine höhere, also mehr zählen und bessere Stats brauchen. Allerdings die Items, die wir haben, halt keine Trefferwertung, keine Waffenkundegebung. Und die Rüstung, die T6-Rüstung, hat jetzt mittlerweile Stärke drauf. Vorher war da keine Stärke drauf, jetzt ist überall auf der ganzen Rüstung Stärke mit dabei. Weil wir Stärke in Zaubermacht umwandeln durch ein Talent, was wir haben. Das heißt, wir haben jetzt eine Zauberwertung von 638 im Moment, weil wir viel Stärke auch in Zaubermacht umwandeln können. Was ganz nice ist. Weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Elixiere, Waffen, nö. Chat, was wollte ich tun? Anscheinend ist Chat tot. Armer Chat. Ach, Dual Spec, genau. Jetzt weiß ich es wieder. Um unser Dual Spec, da haben wir das alles in dieser Folge abgehackt noch. So. Kostet 1000 Gold, ich brauch's so oder so. Man geht einfach zum Lehrer. Ich habe ja noch eine Low-Level-Paladin-Quest auch übrig. Und dann Informationen zur Dual-Talentspezialisierung, also dualen Talentspezialisierung. Dann fragt man sich hier durch ein bisschen. Für 1000 Gold kann man sich diese jetzt erwerben. Das haben wir getan. Kriegen dafür auch noch einen Erfolg wieder. Und können jetzt dann auswählen. Einmal hier und einmal hier. Was wir nehmen möchten. Wo ist denn das? Genau, dieses Talent aktivieren. Also das hier ist aktiv. Und hier können wir uns dann das Talent aktivieren. Man kann immer wieder wechseln nach einer gewissen Uplink-Zeit. Ich weiß gar nicht, 20, 30 Minuten, dann kann man wieder wechseln. Und somit können wir uns jetzt dann noch einen DD zusammenbauen. Haben hier unseren Tank und hier unseren DD. Können mit dem DD leveln, können mit dem Tank in die Instanzen gehen. Was halt sehr, sehr geil ist, aber ja, es sind 1000 Gold, die jetzt schon wieder wechseln, leider. An der Stelle, aber gut, es ist, wie es ist. Und ja. Mittlerweile sieht mein Paladin auch tatsächlich sehr gut equipped aus, muss man sagen. Der Helm ist das Einzige, was mir jetzt noch fehlt. Und vielleicht nur eine etwas bessere Waffe und ein besserer Buchband, aber sonst. Und ein besseres Schmuckstück, aber der Rest ist tatsächlich so ziemlich besten Slot, was wir gerade haben. Schon nice, wie schnell das dann auch geht. So, dann würde ich sagen, sind wir an der Stelle erstmal bei World of Warcraft raus und schauen jetzt auf den Scum-Server.